Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Infected. Liebe Leute, die letzten Vorbereitungen laufen. Die nächste Schwarmnacht ist nah. Tag 58. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen, auf jeden Fall. Oh. So, gibt man Mais her, auf jeden Fall. Nehme ich. Wir sollten mal hier oben nach dem Dach schauen. Das werde ich nochmal umsetzen. Auch wenn da schon ein bisschen was drin war. Das muss ich nochmal drehen, das gute Stück. Und zwar so, dass es hier zu ist, wenn es geht. Also so. Genau, und dann gucken wir es uns mal an, bauen wir es mal eben fertig. Wenn ich die restlichen Holzscheite da jetzt noch hochkriege. Ist gar nicht so einfach. Oh, hier ist ein Bär. Also ich würde sagen... Ach, scheiße. Moment. Ja, genau so nämlich nicht. Das ist echt ein bisschen kompliziert. Du kannst nicht springen mit dem blöden Schalten. Ah, nice. So. Alles gar kein Problem. Easy. So, jetzt brauchen wir nur noch 30 Lehm und 12 Bretter. Kann ich das überhaupt tragen? Würde knapp werden, ne? 2, 3. Scheiße. Kann ich mal hier irgendwas lassen, dass ich hier nicht so schwer bin? Mal ganz kurz. So. Ja, nice. Wo ist denn der Bär? Bärchen. Kommt doch noch schlecht Wetter auf hier. Guck mal, ob ich den hier auftreiben kann. Da hinten sehe ich schon mal was. Ah, da ist der Bär. Gut. Man gebe mir meine Pfeile wieder. Nice. Und hier war doch gerade ein Schwein, ne? Jo. Das nehme ich auch noch mit. Wir brauchen noch zwei Leder. Bist du ein Schwein oder bist du auch ein Bär? Du bist ein Schwein. Ja, lieber nochmal nachfragen vorher. So. Müssten wir jetzt eigentlich 8 Leder haben. Dass wir das zweite Sofa noch bauen können. Prioritäten setzen, ne? Schwanennacht steht bevor. Aber Hauptsache erstmal eine Couch bauen. Gehört aber auch ein bisschen dazu. So. Was sagt denn unser Dach? Naja. Ist irgendwie blöd, dass es farblich so anders aussieht. Aber gut, wenn ich jetzt hier irgendwie... Stehe ich wesentlich im Trocknen, ne? Ich versuche die Tür aufzuschließen. Apropos Tür... Ein Metall waren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Metalltür, 8 Eisenbahn. Ja. Lass mal gucken. Hatte ich noch nicht. So ein Türchen. Oh, zack, ist sie zu. Oh. Alter. Was, die hat nur 100? Die sieht aus als 10.000. Ja, das lohnt sich ja nicht sonderlich. Ja, gut, besser als nichts. 100, das ist ein Witz. Die alte Luki hier. Naja. Gut, müssen wir auf der anderen Seite auch noch machen. Sehen? Sehr gut, kann nochmal durchschmögeln. Dann sollte ich auf jeden Fall noch Zement anwerfen. Und wir machen noch ein paar Ziegel fertig. Bisschen Klee ist ja noch da, den sollten wir noch verarbeiten. Bevor hier was los ist. So, misch mal. Sehr gut. Oh. Na gut, Strom passt noch. Noch mal ein paar Bretter machen. Ich würde gerne hier oben noch ein Fenster einbauen. Holzwand, jawohl, weg damit. Holzfensterrahmen. So. Die Frage ist, baue ich es hier oben jetzt auch nochmal um, dass ich hier links und rechts noch eins mache? Nö, so ist okay. Würde ich dazu lassen. Wo sind meine Stämme hin? Habe ich nur ein? Nur einen wiederbekommen jetzt? Für Bretter hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Na ja, gut, wurscht. Dürften ja noch 2, 3 im Inventar gewesen sein. Ja, 2 hat sie noch. Naja, ist egal. Wir brauchen ja hier auch noch welche. Zwei Eisenbahnen. 6 Bretter. Und 8 Leder. Ich glaube, hier haben wir 6 drin. Habe ich nicht eben den Bären und das Schwein gekillt? Hä? Bin schon wieder verwirrt. Platz muss ich doch gehabt haben, oder? Hier irgendwo habe ich doch den Bären gekillt. Wo habe ich denn das Leder jetzt gelassen? Du hast hier gelegen. Schon wieder ein Schwein. Ja gut, dann komm her. Habe ich das geträumt oder was? Dann muss ich nochmal gucken. Leder. Verdammt. Bin verwirrt. So. Ach, die habe ich doch schon reingepackt, oder? Alter, nicht dein Ernst. Alles klar. Ich war auch mal wieder verwirrt. Ja, gut, das ist aber hier nur die Gästecouch, ne? So hübsch ist sie nicht. Das ist die hier schon schicker. Da schlaf ich.
Mein Mittagsschläfchen. Oh. Das ist schlecht. Der kommt da wieder hier oben drüber, der Sack. Dann würde ich vielleicht... Ich würde die ein bisschen dichter hier ransetzen. Wir machen später hier vielleicht so und so nochmal einen Zaun. Ist die Chance größer, dass sie vielleicht doch noch nach draußen fallen. Ist jetzt nicht mega gut, aber das bisschen Versetzen hier, das kostet ja nichts. Erhöht die Überlebenschance tatsächlich ein bisschen. So. Aber nur ein bisschen. Muss ein bisschen einknicken. Ja, wir knicken es jetzt schon ein bisschen ein. So. Gehen dann da hinten irgendwo an die Wand. Ach, was machst du nicht alles? So. Ist okay vom Platz. Ja, müsste eigentlich gehen. Halt jetzt doch erstmal so dicht dran wie möglich. Erstmal die Schwarmnacht überstehen. So. Ach shit, in der Zeit hätten schon ein paar Ziegel trocknen können. Mach das mal eben schnell fertig, bevor du hier rumbastelst. Stein noch. Nutzt nichts, dann müssen wir erstmal ein paar fertig machen. Wird mein Clay auch wahrscheinlich gar nicht für alles reichen, was ich hier gern machen würde. Oben müssten eigentlich auch noch fertige drin sein. So, machen wir das hier rein. Was ist los? Wie ich das Leder wieder gesucht habe. Großartig. So. Eine Fuge müssen wir noch. Nochmal zwei Steine. Zehn Ziegel noch. Mal gucken, was oben noch drin schlummert in den Trockengestellen. So, dann das. Der ist auch schon wieder durch. Dann lassen wir auch noch 10 durchrauschen. Läuft soweit. Sieht denn aus? Ganz gut sogar. Oh. Alter Schwede. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch tragen kann. Wenn ich mir jetzt die anderen trockenen Ziegel noch mitnehme. Müssen wir wahrscheinlich gleich ein bisschen aufwerten. Als erstes. Bin ich mir unsicher. Soll ich die Seitenwände unten? Ja, ich glaube, wir machen erst unten die Seitenwände. Nur zur Sicherheit, falls da irgendwie mal einer zwischenbackt. Ihr seid trocken, ne? Ja, ihr seid trocken. So. Hämmerchen bitte, also auf jeden Fall hier. Bin ich da überhaupt anständig dran?
Scheiße. Warum geht das nicht? Probleme. Komm ich hier nicht drauf? Moment mal, ich muss mal hier... Das geht echt nicht, ne? Warte mal, da vielleicht hier irgendwie? Ich komme da nicht dran. Das kann doch nicht wahr sein. Aber habe ich nicht genug Ziegel mehr? Ach scheiße, ich habe nicht genug Ziegel. Habe ja schon zwei Wände aufgewertet. Da kann ich lange... Oh Mist. Halt, mein Freund. Na, guck mal, wie dämlich der ist. Hier ist, kannst du durchlaufen. Oh. Musst du denn... Muss ich erst den Wagen wegfahren? Dass ich mal einen Fall wieder kriege. Blödsack. So, das war ja ein Träumchen. Mit meiner Aufwerterei klettere ich da auf den Schränken rum. Bin nix und wieder nichts. Ah, so. Ja, ganz perfekt habe ich es jetzt nicht gesetzt. Ist jetzt hier nochmal so. Da hinten nicht so eine scharfe Kurve machen sollen. Aber fürs Erste ist ja wurscht. Ich wollte mich eigentlich hier irgendwann nochmal vielleicht einen Extraktor hinbauen. Aber mir ging es jetzt auch nur darum, dass zum einen ich da hinten zu dicht an der Welle war und die manchmal da drüber gebackt sind. Also, ich hatte es schon mal, dass der Zombie einfach drüber gelaufen ist. Der Wambi. Ja, das passt doch ganz gut hier. Haben wir noch einen über? Ja, perfekto. Den können wir uns reinstellen. Erstmal. Passt denn der noch hin? Der passt doch hier noch super hin. Wir hier mal ein paar Stämme lagern. Hier ist erstmal dicht wieder. Und dann können wir hier vorne schön unseren Zaun da nochmal lang ziehen. Mal gucken. Ist ja auch noch ein Fuchs hier. Ne? Also die Dinger sind ja an sich nicht schlecht. Nur zur Vorbereitung schon mal. Wenn das Update dann kommt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Teile dann nicht mehr schützen. Es würde mich sehr wundern, wenn das so wäre. So. Sehr gut, das ist auch fertig. Dann können wir ja zumindest hier hinten die Foundation noch aufwerten. Die mit dem wertvollen Kram hier auch nochmal. Oh. Overheating. Ja, ist jetzt auch wurscht. 10 Bretter nochmal für das Waffengestell. Muss dann nochmal hier kurz einmal zugreifen. Alter, jetzt ist mir hier auch schon zu warm. Okay, jetzt geht's wieder. Oh. Hast du auch Durst und brauchst mal einen Schwung Vitamine? Haben wir dann alles gebaut, was wir angezeichnet haben? Ich würde sagen, erstmal schon. Sehr gut. Hier ist auch alles und eigentlich haben wir auch alles gebaut, was es bis jetzt gibt. Ziegel schon trocken, jawohl. Kannst du es nochmal an deiner Wand hinter den Kisten versuchen?
Kohle mal ausreiben. Trotz klettere ich jetzt nochmal auf dem Herd. Naja, guck mal, geht er auch von da. Ich glaube, ich muss kurz was ausziehen. Es ist ja hier stetig heiß. Okay. 40 Grad Körpertemperatur. Das ist ja schon fast ein bisschen ungesund. Gut, Pfeile habe ich noch 25. Das sollte eigentlich reichen. Brauchen wir tatsächlich noch 30 Ziegel. Lass mal gucken, ob wir die zweite Tür jetzt noch aufwerten können, dass wir hier unten so gut wie fertig werden. So, dann hast du das. Das sind zwei. Oh. Ah. Okay, dann nehmen wir den noch. Da hast du drei. Sechs, sieben. Ja, nicht ganz. Müssen wir noch ein bisschen schmelzen. Muss dann gleich auch nochmal Steine holen, fürchte ich fast. Das Overheating gibt mir jetzt schon wieder auf den Sack. So. Oh, ich muss auch mal unbedingt... Habe ich noch was zu trinken? Bisschen. Oh, und dreimal Gammeliges. Ein paar Vitamine brauchst du auch mal. Müssen wir uns noch mal im Kühlschrank vergnügen. Ich doch nochmal so eine Dose und ein Meatstuhl. So. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Pack erstmal das Fleisch hier rein und vergammelt es nicht so schnell. Ja, dieser Kühlschrank, den zu bedienen, das ist auch ein Traum. Naja, klar, mir ist wieder zu warm. Wir haben hier noch dreimal Gammel. Wollen wir mal einmal Sprit von herstellen. Damit ich jetzt nicht zu viel Lebensenergie verliere, gehe ich mal raus. 28 Grad, ey, beruhig dich doch mal. Ist doch ein schöner Tag. Brauchst du nicht gleich ausrasten. So. Müssen wir leider hier nochmal ein paar Ziegel hinfriemeln. Scheiße. Oh mein Gott. So. Ziegel haben wir drin. Das sind nochmal 20 Stück. Rein theoretisch bräuchten wir noch ein paar mehr. Vielleicht lege ich gleich nochmal 10 nach. Ein Treibstoff. Können wir gleich noch ein paar Steine abholen. Aus dem Extraktor hier drüben schmeiße ich noch einen Treibstoff rein. Wenn wir jetzt schon mal einen Biotreibstoff haben, nehmen wir den so lange. Ja, guck mal, hier sind noch ein paar drin. Nehmen wir nochmal alles mit. Ist auch höchste Zeit. Und theoretisch müssten wir auch einen alten Base mal nachlegen, aber es ist ja eigentlich noch so viel Kupfer liegt da noch rum. Das hat er noch bis nach der Schwarmnachtzeit auf jeden Fall. Oh, gut, naja. So viel Kram habe ich gar nicht mehr da. Guck mal. Schlecht sieht das jetzt auch nicht aus, ne? Bis aufs Dach. Oh. So, mein Gut. Hallo? Oh. Ich war noch am Baum hängen geblieben, hätte ich fast vorbeigeschossen. Guten Wambi. So, ja, dann haben wir es hier tatsächlich fertig. Eine Sache wäre vielleicht noch.
Und zwar... völlig übertriebenerweise. Ist das okay so? Dann brauchen wir hier oben nochmal 16 Bretter. Lass die mal durchschmögeln. Wir machen noch 10 Ziegel schnell. So. Ich glaube, drei Wände mussten wir noch, ne? Da reichen ja 30 Ziegel dann. Um unten halbwegs dicht zu sein. So. Das ist auch fertig. Oh Gott, jetzt hast du aber wieder dein Inventar ganz schön voll geballert. Ein Fünfer. Sieben, acht. Ja. Müsste dann reichen für die Tür auf jeden Fall. Drei Wände, ist richtig, ne? Ja. Ach ja. Immer was zu tun, ne? Immer noch quasi. Also kannst ja mittlerweile schon eine ganze Menge Spaß haben mit dem Spiel. So, komm, das muss jetzt aber reichen. Obwohl, waren die schon durch? Ne, die sind noch feucht. Dann lassen wir die Finger davon. Clay ist auch gleich durch. Aber hat ganz gut gereicht für unsere Zwecke. Ja, ja, ich overheate schon wieder. Mann, oh Meter, ey. Misch mal durch. Strom ist alles gut. Boah, 50 Energie schon wieder verloren durch den Scheiß. Samen da. Einmal Mais. Und ich glaube, ich will Gurken. Ich glaube, ich will Gurken. Hm. Nee, hier. Jo. Das kannst du hier lassen. Das kannst du hier lassen. So, eine Feder. Welcher arme Vogel hat mir denn eine Feder nur gegönnt? Oder war das ein Wemby? Oh, hier sind nur 13 Männer drin. Das bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Oh. Ach hier. Oh Gott, du hast ja den Kram hier reingelegt. Wieder vergessen. Komm, sortierst es mal nicht richtig. Geht hier schon wieder alles drunter und drüber. So, Lehmkiste. Der rauscht noch durch. Aber hier, der ist schon wieder fertig. Bisschen aufräumen hier wieder. Ist noch ein Fünfer, sehr gut. Okay, passt das soweit? Ey. Muss ich jetzt mein Kühlschirt holen? Was haben wir denn? Ja gut, im Juni könnte man eigentlich. Kühlschirt.
Vielleicht geht es damit etwas besser. So. Alles klar. Will ich mal hoffen, dass die Ziegel jetzt fertig sind. Jo. Sehr gut. Haben wir's doch. Untere Etage. Sofort fertig. Wir brauchen nur noch die beiden Barren. Einmal. Zweimal. Nice. Gucken, ob es ein bisschen Öl braucht oder ob es so geht. Geht. Wunderbar. Zement ist auch da. Brauchen wir hier leider noch zwei Zement mehr, um die letzte Foundation hier vorne noch aufzuwerten. Dann haben wir es erstmal recht gut geschützt. Ach Quark, was mache ich denn? So durchmischen. Ich glaube, dann sind wir soweit vorbereitet für den Schwarm. Und ich würde fast sagen, ich mache noch mal so ein paar Geschichten wie Essen und so ein Kram. Vorbereiten, ein bisschen hier fischen, den einen oder anderen Wambi noch wegmachen. Und dann gucken wir uns den Blutmond oder die Schwarmnacht an, vielmehr. Ich bin sehr gespannt. Liebe Freunde, es wird ernst. Unser erster Blutmond. Die Schwarmnacht an der neuen Base. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht genau, wo ich mich hinstellen soll. Wow! Alter, hier auf keinen Fall. Wo kommt er denn auf einmal her? Traumstart. Oh, Hilfe! Boah, gruselig. Wow, aua, 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 aua. Oh nein, du Arsch. Schnell das Knie verbinden. Leichenpflaster hat seinen Weg. Freunde, wir haben's. Oder? Ich habe die Musik noch. Ich lausche ganz angespannt. Könnte ja sein, dass hier irgendwo noch einer hingebackt ist. Wow, das war schon belastend hier mit den ganzen Wambis auf dem Mal, die auch plötzlich hier in der Base standen.
Richtig geil ist es nicht. Hier ist, glaube ich, tatsächlich nur irgendwer, oder? Mucke ist immer noch nicht durch. Aber ich kann hier tatsächlich keinen mehr sehen. Und um meine Base ist Ruhe. Eieiei. Mal gucken, ob hier irgendwo einer zwischensteckt. Sieht aber nicht so aus. Nö. Wow, okay. Ich lasse das Schaf mal in Ruhe. Okay. Ja, jetzt ist durch, ne? Ist ja auch nicht mehr. Ah, sehr gut. Okay. Gut, haben wir es überlebt. Mal gucken, ob hier einer eingezogen ist, weil mir vercoucht liegt. Nee, tatsächlich nicht. Ja, ein Traum ist nicht, ne, weil die hier leider reinkommen. Es ist noch okay, wenn es dann wirklich noch mal viel mehr werden, wird es ein bisschen dünner. Ich will mal ganz kurz gucken. Brand hat er, der Gute. Aber wir könnten zur Not auch an der alten Base einfach mal die Blutmonde oder Schwarmnächte verbringen. Und da habe ich so meinen Blutmonden. Ansonsten geht das schon, ne? Komm immer direkt auf mich zu. Blöd nur, wenn plötzlich einer hinter dir steht, wie wir es eben hatten. Jo, 66 Gesundheit, hat gar nicht so viel gefehlt. Dann hätten sie uns verprügelt, aber ordentlich. Naja, komm. Gönn dir mal. Und wir gehen auch gleich mal ein schönes Schläfchen machen. Dann passt das. Mal unsere Energie wieder. Ja, ne, so sieht's aus. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Meine Beete sind auch fertig. Guck mal. Das ist so eigentlich ganz hübsch geworden, ne? Bin soweit ganz zufrieden mit der Base. Mit der Sicherheit hapert's halt noch ein bisschen. Aber da würden wir rüberwechseln in die alte Base, wenn es da knapp wird. Kommt das neue Update, sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei. Und schauen uns mal an, was die neuen Wembys dann so drauf haben. Ob jetzt die Räuber auch noch verbessert werden, weiß ich gar nicht so genau. Also hier Füchse und Bären und so. Ne? Wir werden sehen. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch uns um den Zaun kümmern. Das haben wir ja schon soweit vorbereitet. Dass ich den dann eigentlich hier vor einfach nochmal ziehe. Und die kleinen Ecken, das sind ja nur 2, 3 Teile. Das kriegen wir dann schon zu. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Bedanke mich auf jeden Fall für eure super Unterstützung während dieses Let's Plays. Für all die Kommentare und Likes, die ihr da gelassen habt. Das war echt prima. Könnte man sich super austauschen. Weil ja viele von euch auch dabei sind und zocken. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim anderen Projekt auf dem Kanal. Oder dann spätestens hier, wenn es weitergeht bei The Infected. Ja, kann ich nur sagen. Es war mir ein Vergnügen. Bis zur nächsten Runde. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Eieiei. Das Durchfegen hier. Der Kram hier liegen geblieben ist von den Vergammelten. Seid ihr noch da? Warte mal ganz kurz, bevor es wieder heißt, er hat nicht ein Fenster in seiner Bude. Ja. So. Habe ich nochmal 10 Glas vorbereitet? Oh, 2 Stück zu wenig. Brauchen wir nur noch 4 Feuerholz.
So. Ne? Haben wir auch ein Fenster drin. Müssen wir da oben auch noch zwei rein haben? Naja, da brauche ich nur wirklich keine. Müsste sein, dass mal ein Vogel reinfliegt, aber ein Wembi kommt da jetzt nicht rein. Oh, ein Wölfchen. Hey Wolf, was geht? Mein Bogen ist kaputt. Nicht so gut. Müssen wir den Speer noch mal bemühen? Naja, irgendwo fliegt da hier noch einer rum, ne? Den kannst du auch noch mal mitnehmen. Was war denn mit dem? Der war doch, ah, der war noch frisch. Ah, sehr gut. Starten wir doch mit frischem Bogen durch. Und in 7 Sekunden können wir noch die letzte Foundation aufwerten. Dann haben wir das auch noch erledigt. Ich wollte es nur noch mal gemacht haben. Muss ich eigentlich auch noch mal das Hämmerchen zücken. So, sind wir nach außen in safe. Die Seiten nicht, aber da kommt auch keiner hin, wie es aussah. Die Wimby spawnen ja alle hier vorne bei mir dann, wenn hier Schwarmnacht ist. Aber das soll es dann gewesen sein. Vielleicht gibt es noch mal einen kleinen Stream, wenn wir hier einen Zaun oder so noch bauen, bevor es dann mit dem Update weitergeht. Gott, der Fuchs muss jetzt auch noch mal sein. Zum Abschluss, wir können noch mal einen ganz kleinen Rundgang machen. Was hat er denn? Durst. Oh. So Leute, ich habe es mir angewöhnt. Ne? Ich nehme jetzt auch Wasser hier raus. Lernfähig, der Gute. So. Hier unten Werkstatt, hier oben ein bisschen wohnen. Wenn ich mal Lust habe zu weben, dann gehe ich an meinen Webstuhl. Und hier ist noch Platz für Dinge, die da vielleicht noch kommen. Zukunftsbase, ne? Ich könnte noch die ganzen Klamotten aus der alten Base rüberholen, aber wozu? Vielleicht, wenn sich das mit dem Strom mal ändert. Wenn der jetzt irgendwie nur noch auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt wäre, müsste ich das glatt tun. Ist klar, dass du mir nochmal ums Sack gehst. Aber dann haben wir jetzt auch nochmal einen kleinen Rundgang gemacht und da bin ich jetzt aber weg. Hm? Alter. Guck, dass ich den kleinen Drecksack nochmal an hier zum Abschluss. Das kann ja nicht wahr sein. Warte mal ab, du. Wo ist mein Speer? Ja, hast du nun davon. So, macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüss.